Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Gehirne. Ist wahrscheinlich ein bisschen was Blödes, wenn man sich davon ernähren möchte, weil wir sind bei Depp und Depper, du wirst verhungern. Und ganz ehrlich, eindeutig. Apropos verhungern, es ist ja quasi der Zombie-Film, finde ich, etwas, das in so Podcasts und so Filmdiskussionen immer fast ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird. Niemand spricht drüber, niemand schaut diese Filme, es gibt auch wahnsinnig wenig davon. Und deswegen dachten wir uns, wir rufen ein neues Listen-Feature ins Leben, nachdem die schlechtesten Filme laut IMDb ja bald auslaufen, so wie das Schiff am Anfang von Voodoo, und dachten uns, wir gehen tatsächlich die komplette Filmgeschichte der Zombie-Filme durch, werden allerdings am Anfang die 1940er Jahre jetzt ein bisschen tatsächlich stiefmütterlich befassen, weil Krischi kann sich da nicht mehr wahnsinnig genau erinnern. Da war er, glaube ich, erst 25, wie das war. Also, ja, damals, als der Klavierspieler noch im Kino saß, das war noch Zeit. das war noch schön, ja. Eine Jugend. Als dann der Krieg ausbrach, dann, naja. Aber bevor wir starten, möchte ich mich an der Stelle noch einmal bei einigen Leuten ganz besonders bedanken, denn wir nehmen diese Folge, egal wann sie dann tatsächlich online geht, aber am 20. Juni auf. Das ist der Tag nach der Austria Comic Con und ich war absolut fasziniert, wie viele Leute mich auf der Con wirklich angeredet haben, mich auf den YouTube-Kanal angeredet haben und vor allem wie viele tatsächlich Depp und Deppert genannt haben und gesagt haben, sie finden aus mir genauso wie ihnen unverständlichen Gründen das, was wir da machen, wahnsinnig cool. Und da möchte ich nochmal wirklich Danke sagen. Habe mich sehr, sehr gefreut über alle, die vorbeigeschaut haben, über jedes nette Gespräch, das ich führen durfte. Möchte auch auf dem Weg noch einmal ein dickes Sorry an all diejenigen richten, wo sich's halt gerade nicht ausgegangen ist, weil ich es gerade wirklich eilig gehabt habe und nicht plaudern konnte. Ich hoffe, ihr seid mir da deswegen nicht böse und hört uns weiter. Und wenn nicht, dann, gut, hätte ich mir den letzten Satz auch da sparen können, aber dann hättet's den ja angekehrt. Übrigens, apropos altes, untotes, verfaultes Fleisch. Krischi! Ja, du, bevor wir anfangen, ne? Ja? Da liegt mir noch was ganz doll auf dem Herzen. Erinnerst du dich noch vor ein paar Wochen, Folge 70? Fick dich. Nein, es war das ausgeflippte Filmduell. Und wir haben ja unseren Zuschauern und Hörern versprochen, jetzt wird ausgewertet. Mhm. Und dann wollen wir doch mal gucken, wer der glückliche Gewinner und wer der traurige Verlierer ist. Und dann sagen wir doch mal, was denn die Strafe ist. Aber pass auf, wir machen das so, ich lese die Kommentare vor und du zählst. Oder wir machen es so, du leckst mich einfach am Arsch. Nein, nein, pass auf. Holst also, dir dabei. Erster Kommentar. Grandios, wie ihr es geschafft habt, das Niveau der letzten Folge zu unterbieten. Hatte wieder sehr viel Spaß dabei. Meiner Meinung nach war Krischi etwas witziger. Bing! Na, wie du stehst? Ja. Okay, zweiter Kommentar. Eine großartige Folge von euch beiden. Christian hat sich redlich den goldenen Zocki verdient, der wesentlich höher einzustufen ist als ein Schröder-Oscar. Mhm. Bing! 2-0. Aber es kann sich ja das Blatt noch wenden. Hahaha. Ha, ha. Also ich fand euch beide zwar geil, aber Krischi besser und lustiger. 3-0. Oh, es wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Jetzt kommt's. Fremdschämen Next Generation. Mein Sieger Zocki. Die Punkteverteilung im Detail. Fürs Casting Punkt Zocki, weil Krischi sich mit seiner Aufgabenstellung disqualifiziert. Ja, aber du warst wirklich ein Arsch. Du warst wirklich, ja, ich bin, das bin ich ja immer. Ja. Guter Film auf schlecht Zocki. Krischi findet seinen Film sowieso nicht gut. Moment, dafür kann ich aber nichts. Aber egal. Filmpitch. Krischi, ich verstehe Zockis Pitch nicht. Ich weiß nicht mal, was du gesagt hast. Aber doch, das war es mit dem Deppenvirus und mit dem Farmer, der in seinem Kuhstall irgendwelche Viren analysiert. Hab ich mit Erfolg verdrängt. Schlechter Film auch gut. Krischi, Nightmare Sisters klingt bei Zocki immer noch nach Bullshit. Dankesrede, Zocki, Drama pur von der Anbläserin. Okay, also 3-1. Mhm. So, es könnte noch besser werden. Es wird also enger jetzt. Für mich ganz klar, Christian, der Sieger, war wie immer sehr unterhaltsam. Bing! 4-1. Ach, ich habe dir das Bing vergessen übrigens, aber das kriegst du auch nicht.
Am Anfang dachte ich, das könnte schwer werden, aber insgesamt hatte Christian deutlich besser abgeliefert. Der erfundene Trainer hat Zocki dann den Rest gegeben und war teilweise auch ausschlaggebend für seine Niederlage. Was Insgesamt war die war der Folge einfach nur, erfundene Trailer? insgesamt war die Folge einfach nur Fremdschämen pur, Schön. aber unterhaltsam. Yes. Freue mich aber wieder aufs reguläre Programm. Kann ich verstehen. Bing! 5 zu 1 Ja, ich muss übrigens. sagen, ich habe nur 5 Finger. Also, ich meine, gut, ich kann bei meiner Hand, glaube ich, für dich weiterzählen, weil ich glaube, da So. brauche ich nicht mehr viel. Bei dem nächsten kannst du dann das Ganze zusammenklappen und dir hinten reinschieben. Also ich fand, Krischi hat am besten abgeliefert. So, ich habe es geschrieben. Könnte ich jetzt bitte meine Katze wieder haben? Bing, 6 zu 1. Gut, dann kommt jetzt kommt etwas, das verwirrt mich. Grundblödheit. Gibt es da Werte? Ich frage für einen Freund. Das ist ein Punkt für mich. Ich werte das jetzt einfach als Punkt für mich. Okay, 6 zu 2. So, jetzt kommt der nächste. Clint gewinnt. Werte ich als Punkt für mich. 6 zu 3. Wer verliert, muss eine falsche Kritik zu dem guten Film als ernsthaftes Review auf YouTube veröffentlichen. Werte ich als Punkt für mich. 6 zu 4, okay. Christian hat sich zum größeren Honk gemacht und den Sieg verdient. Bing! 7 zu 4. Christian ist für mich der Gewinner. Bing! 8 zu 4. Lukas Zabalski übrigens hat wie immer einen Daumen hoch Ja, geschickt. das zählt für mich. 8 zu 5. 8 zu 5. Christian war der Bessere. Bing! 9 zu 5. How do you like them Pierce? Mein Punkt. 9 zu 6. Okay, so Endstand. jetzt habe ich echt, also das ist wieder Endstand, passt, weil ich langsam komme mit meinen Fingern nicht mehr zurecht. Ja, 9 zu 6. Also Ja. eigentlich 9 zu 1. Ja, eigentlich. Aber ich habe. Aber, sorry, das war mir, also bei aller Bescheidenheit, ich hätte nicht gedacht, dass ich mit meinem Scheiß auch nur irgendeinen Punkt kriege. Aber, und das auf deinem Kanal auch noch. Also die Leute müssen dich wirklich abgrundtief hassen. Ja, Und das sicherlich zu Recht. Klar. das definitiv zu Recht. Und ich muss echt sagen, ich war sehr, sehr überrascht, nämlich deswegen, weil ich echt geglaubt hätte, dass mehr Leute dir das Alles Casting schlecht übel gewünscht. genommen hätten. Ja. Aber ich möchte auf jeden Fall mich an der Stelle bei Sebastian ganz besonders bedanken, der mir zumindest im übertragenen Sinn die Stange gehalten hat. Das hat Peter Bond damals auch gesagt. Ja. Ohne übertragene Sinn. Nein, es Aber ist egal. eindeutig, ich werde mich dem beugen müssen. Aber ich kann jetzt schon garantieren, dass wenn Krischi jetzt dann gleich einmal die Strafe verkündet, ich werde ganz sicher ganz scheiße sein drin, weil ich kann das nicht. Gut, ich kann sowas auch schlecht. Ich habe es früher gut gekonnt in der Schulzeit. Es ist lange her. Der Verlierer, haben wir gesagt, muss ein Gedicht aufsagen. Und zwar ein bestimmtes Gedicht. Ein Gedicht, das in vielen Schulklassen drankam. Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland. Also, ne? Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland, ein Birnbaum in seinem Garten stand. Und kam die goldene Herbsteszeit und die Birnen leuchteten weit und breit. Da stopfte, wenn's Mittag vom Turme scholl, der von Ribbeck sich seine Taschen voll. Und kam in Pantinen ein Junge daher, so rief er: Junge, bist ne Bär? Und kam ein Mädel, so rief er: Ne Dirn, komm mal rüber, ich hab ne Birn. Das klingt schon mal alles so, als wenn das für einen Österreicher auch unglaublich simpel Ja, ist. Und natürlich, das danke. Ja. Schöne Hast du an. das jetzt gewusst oder hast du das vorgelesen Ich eigentlich? habe es vorgelesen. Ich habe es Okay. vorgelesen. Ich habe es aber tatsächlich mal in der Schulzeit gelernt. Aber ich kann kein einziges Wort mehr. Meine Kinder mussten es auch auswendig lernen, tatsächlich. Aber egal, das Lustige an der Sache ist, für jeden Fehler muss derjenige, der es vortragen muss, Das. sich, ihr kennt, wer kennt nicht die Reise ins Ich, wenn Dennis Quaid sich selbst ohrfeigt? Die Tuck-Pendleton-Maschine, null Defekte. Genauso will ich das sehen. Bei jedem Fehler. Und dann Ja, sehen wir, es wird dann sehen eine relativ wow. laute Folge. Ja, das war schön. Kannst du das noch einmal machen? Scheiter, schade. Nein, also, Ja, Folge ihr werdet 75. dieses Geräusch, das jetzt der Krischi vorher vorgemacht hat, wahrscheinlich sehr, sehr oft hören, weil ich fürchte fast, ich werde mir vielleicht 2 Zeilen merken und mich dann für jedes Wort ohrfeigen Also, müssen. Das was ich da vorgetragen habe, das ist so ungefähr ein Drittel ja, ich des weiß. ganzen Textes. Ich weiß. Und ich habe es Und jetzt schon wieder oh, vergessen. mein Gast da steht da und jault. Ich muss ihn reinlassen. Gut, apropos Gäste, die jaulen. Ich glaube, unsere Zuhörer jaulen mittlerweile auch schon, weil weißt du tatsächlich, dass wir mittlerweile schon bei 10 Minuten von dieser Folge sind und nicht einen einzigen
Zombie-Film besprochen Aber ich muss haben. euch noch was Schlimmes zeigen. Wer es sehen kann, guckt euch mal Clints Nase an. Sieht man Was das? ist mit der kleinen Nase? Gut, deine wird jetzt bald ein paar Fahrer haben. Als Clint kam am Donnerstagabend, saß er vor der Tür und war völlig fertig und kam dann rein. Er hat sich mit dem Nachbarskater, der hier übrigens auf Patrouille geht und nach ihm sucht, gezofft und hatte eine total blutige Nase, war überall beim Fellbüschel rausgerupft. Ich konnte ihn erst halt nicht anfassen. Der war. Und er hat ganz nervös, obwohl er zurzeit im Sommer immer draußen schläft, in der Nacht drinnen geschlafen. Also Oho. er hat richtig eine aufs Maul gekriegt wohl wieder. Das zweite Mal in kürzester Zeit, vor ein paar Wochen, mussten wir mit ihm zum Tierarzt deswegen, weil da eine Wunde war, wo wir erst dachten, dass sie eventuell genäht werden muss. Musste Oh. sie aber nicht. Also er hat hier echt Stress mit einem Kater, während alle anderen so klarkommen. Der ist, aber den hassen alle. Das ist so der Sheriff im Revier. Und das ist so ein alter Kater, der ist so doppelt so groß wie alle anderen. Und der jault auch nicht, der macht immer so. Wenn er ihn sucht auf der Terrasse, hörst du so. Oh Gott! Und das wollte ich noch kurz loswerden, bevor wir jetzt starten. Ja. Ja, lass uns starten mit den Zombie-Filmen in chronologischer Reihenfolge. Und wir werden, wie gesagt, also ab 68 natürlich wirklich alle ansprechen. Aber was davor kam, es gab ja schon vorher Zombie-Filme, der erste 1932, The White Zombie. Da werden wir nur die nehmen, die wirklich uns bekannt sind, würde ich sagen, weil das ist eine irre lange Liste. Die Liste ist wirklich irre lang. Vor allem, lustigerweise finde ich fast, dass ab den 2000er Jahren die Liste dann erst so richtig explodiert. Also ich hätte eigentlich geglaubt, dass so die 70er und 80er Jahre mehr oder weniger voll sind von diesen Filmen. Aber natürlich sind viele produziert worden, aber es ist trotzdem noch ansatzweise überschaubar. Und erst dann so ab 2000, wenn dann die ganzen Asylums und so weiter dahergekommen sind, dann wird's arg. Aber sag uns mal, hast du The White Zombie jemals gesehen oder auch Schreckenshaus der Zombies oder irgendeine von Nein. den anderen tausend Titeln? Nein, ich habe ihn nie gesehen. Ich Ich auch habe hier eine nicht. Bildungslücke. So, also ich weiß nicht, ob ich eine Bildungslücke habe. Natürlich, das ist ein ganz berühmtes Werk, deswegen ist es wahrscheinlich eine Bildungslücke. Nein, ich kenne ihn nicht. So, muss ich mal irgendwann. Ist mittlerweile, steht hier als Public Domain erhältlich. Ja, Also. man kann sich auf thearchive.org anschauen. Es gibt 7 Millionen DVDs natürlich damals. Ja, klar. Und was lustig ist, der Film ist ja von Victor Halperin, der dann ein paar Jahre später, 1936, noch einen zweiten Zombie-Film gemacht hat, nämlich Die Revolte der Zombies, der damals bei dem Film The Dead, falls du dich an den zufällig erinnern solltest, der, wann ist der rausgekommen? 2011, auf der zweiten Disc als Bonusfilm dabei war. Das Okay. Schöne, was ich echt sagen muss bei diesen Filmen, jetzt im Gegensatz zu so Bollywood-Filmen oder so, ist, dass die Filme teilweise gemütliche 60 Minuten lang sind und man sie relativ gemütlich durchkauen kann. Aber ich habe die ebenfalls leider nicht gesehen, die Revolte der Zombies oder die Rache des Toten, auch aus 1936 von Michael Curtis, der ja ebenfalls ein relativ bekannter Regisseur ist, der nämlich sogar wahrscheinlich spricht man ihn nicht Curtis aus, nachdem er in Budapest, damals noch nämlich Österreich-Ungarn geboren wurde, aber der hat einige, was hat der für Filme? Irgendwie sagt mir der Name. Der geheimnisvolle Dr. X, also nein, das ist auch alles zu früh. Aber der Name kam mir bekannt vor. Die Comancheros, Franz von Assisi, Abenteuer am Mississippi. Ich habe offensichtlich mag der die Buchstaben S und I hintereinander. Habe aber auch alles nie gesehen. Was ist tatsächlich jetzt von der Liste? Ab 1932, der erste Film, der älteste Zombie-Film, den du wirklich gesehen hast. 1943, ich folgte einem Zombie. Und wo gingst du hin mit ihm? Ja, das ist eine gute Frage. Also das ist jetzt auch schon Urzeiten her, dass ich diesen Film gesehen habe. Ich habe ihn auch nicht auf Deutsch gesehen. Ich habe ihn damals auf Englisch gesehen, als Kopie von irgendwem zur VHS-Zeit. Also wirklich VHS-Zeit, frühe 90er. Ich muss hier gerade mal jemanden rauswerfen, sonst haben wir keine Ruhe. Es ist, ich weiß noch. Das ist eben so ein Voodoo, das ist wirklich ein Voodoo, da geht es um Voodoo und eben um diese typischen, wie man sie später auch bei Wes Craven sah, die, ja, diese Voodoo-Zombies, die wie in Trance durch die Gegend stapfen im Endeffekt, also keine Fleischfresser-Zombies und
Ich weiß noch, dass es darum ging, dass eine Frau irgendwie wollte, dass eine andere Frau, die von diesem Zombie-Virus, von diesem Voodoo-Virus befallen ist, irgendwie wieder in Normalzustand gebracht wird, wenn ich mich richtig erinnere. Und deswegen irgendwie einem Zombie folgte, um eben da an den, ja, um auf der Plantage da an das Ziel zu kommen. Keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr genau. Dafür, dass du es nicht mehr genau weißt, wusstest du sehr viel eigentlich. Ja, das war noch, also so Ja. grob. Aber ich kann dir keine genauen Handlungssachen mehr sagen. Ja, ich glaube, das war jetzt damals, also für heutige Verhältnisse wahrscheinlich nicht mehr ganz so bahnbrechend. Aber lustig ist, dass 1941 unter dem Titel Herr der Zombies, Insel der lebenden Toten, bereits die erste Zombie-Komödie erschienen ist. Auch die mittlerweile als Public Domain erhältlich, also archive.org ist die Seite, wo man sich die Sachen dann anschauen Ja. kann. Dieses Public Domain gilt aber, das darf man auch nicht vergessen, eigentlich grundsätzlich nur in Amerika. Wie das jetzt bei uns mit den Rechten an diesen Filmen ist, das ist dann doch irgendwie eine andere Frage, wo ich mich gar nicht gut genug auskenne. Ich muss übrigens sagen, um dieselbe Frage, die ich dir gestellt habe, zu beantworten. Ich selber muss da etliche Jahre komplett überspringen. Der erste. Lass mich raten, 1959. Woher weißt du das? Weil du anspruchsvolle Sachen guckst, deswegen wirst du Ed Wood gesehen haben. Tatsächlich, nein, ah, nein, tatsächlich bin ich ein paar Punkte weiter oben. Ich kenne noch die vier Schädel des Jonathan Drake aus dem Jahr 1959, Okay. weil der einfach von Anolis in der Galerie des Grauens veröffentlicht wurde. Da habe ich sogar ein Review auf dem Kanal. Das ist auch was ganz, was Orges. Da geht es eigentlich eher um alte indianische Schrumpfköpfe und einen Fluch, der Leute einer bestimmten Familie dann immer an Herzinfarkten sterben lässt, wenn ich das irgendwie richtig im Kopf habe. Und da gibt es eben so Okay. diesen Indianer-Schamanen, der absolut genial aussieht mit diesen zusammengenähten Lippen. Und also den als Zombie-Film zu bezeichnen, finde ich jetzt dann doch irgendwie ein bisschen Naja, seltsam. Zombie ist ja nicht gleich Zombie. Aber ja, also, aber wir kennen, also du hättest ihn aber nicht gesehen, wenn du nicht ein Anolis-Review hättest Richtig, machen na, müssen, seien wir doch ehrlich. selbstverständlich, ja. 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 Ich werde hier übrigens ganz traurig von einem Kater angeguckt durch die Glastür, der immer wieder steht und. Ich lasse ihn nochmal vorsichtshalber Ja, rein. wahrscheinlich Mal steht gucken, wie nämlich der schnell. andere Kater hinter ihm und will ihn gerade Nee, nee. in einen Zombie Nee, verwandeln. nee. Nee, so schlimm ist nicht. Aber mal sehen, ob er gleich ein bisschen Ruhe gibt oder ob er mich jetzt wahnsinnig macht. Nein, aber ich denke, dann kam ja Night of the Ghouls und Plan 9 vom Outer Space von Ed Wood in dem gleichen Jahr. Night of the Ghouls habe ich tatsächlich nie gesehen. Ich kenne Plan 9 aus dem Weltall natürlich. Damals auf Englisch gesehen. Auf Deutsch habe ich ihn erst bei Schläferz gesehen und war erschrocken, wie beschissen doch die Synchro ist tatsächlich. Ist das nicht eine Synchro, die erst Jahrtausende später Ja. gemacht wurde? Ist der Film nicht erst tatsächlich damals von Winkler Film von SAD für die deutsche Synchro? Ja, aber. 2010, glaube ich, ist der erst deutsch synchronisiert worden und das war wirklich Kacke, ja? Ja, das war richtig kacke. Und das war ganz ehrlich, nur weil ein Film alt ist, muss die Synchro ja nicht deswegen kacke klingen, auch wenn sie neu ist. Ich meine, das hat Shock Entertainment jetzt zum Beispiel ja auch bewiesen mit den Pawneschi-Filmen, dass man neue Synchro super alt klingen lassen kann. Also, ne? Und das sind ja nicht die einzigen, die es gemacht haben. Aber das fand ich Wobei toll. man echt Also, sagen muss, ne? der OFDB-Eintrag ist in dem Fall absolut geil, weil nachdem du das gesagt hast, lese ich da, die Synchro passt gut zum Film. Ja? Ja, ist auch scheiße. Ein Ja. Plan 9 aus dem Weltall, natürlich das Ding, was er drumherum gedreht hat, um diese privaten Aufnahmen von Bela Lugosi, die er halt hatte, der sich draußen seine Blumen anguckte. Im Endeffekt mehr Aufnahmen von Bela Lugosi gibt es in diesem Ja. Film ja nicht. Der alte kranke Mann, also kurz vor seinem Tod, wer da genaues wissen will, schaue sich den großartigen Tim Burton-Film mit Johnny Depp an, den ich absolut liebe. Ich weiß nicht, hast du Leider den noch gesehen? Ja. nicht. Nein, ich habe Was? es noch nie geschafft, aus welchem Grund auch immer, meine Finger auf diese Blu-ray zu bekommen. Ich habe den auf der Watchlist seit Jahren und ich habe ihn noch nicht bekommen. Ist unglaublich gut und unglaublich Ja. unterhaltsam. So, das ist so lustig, so wie sie mit ihren Scheißeffekten drehen und wie Ed Wood, also Johnny Depp, der das großartig gespielt hat, mit seinen pinken Angora-Pullis dann immer ans Set kommt und also man sieht nicht, dass sie pink sind, weil der Film ist ja schwarz-weiß. Also so.
was stimmt nicht mit ihm? Und dann so Bela Lugosi nötigt, so, ja, du musst jetzt gegen den Oktopus kämpfen. Ja, genau. Ja, aber das ist doch nur eine Puppe, die sich nicht bewegt. Ja, du musst so tun, als ob. Und dann. Herrlich. Also absolut sehenswert mit Bill Murray in der großartigen Rolle. Und nee, toll. Also toller Tim Burton. Und Plan 9 aus dem Weltall. Ja, natürlich ist es irgendwo ein Kult-Scheißfilm. Mit den Außerirdischen im Ritterkostüm, die vor diesem Vorhang irgendwie sitzen. Das ist das Raumschiff von innen. Und der Friedhof mit den Wackelkreuzen und Alter. Und die labern ja auch die ganze Zeit. Und auch die Menschen vor allen Dingen immer so schwülstiges, so, wir hätten es wissen müssen. Wir haben uns es selbst zuzuschreiben mit unserer Technik und bla bla bla. Und wir hätten es wissen müssen. Ja, Streich. da haben die Leute bei der Synchro womöglich einfach quasi den Nee, ich Text glaube, das. vorgelesen, oder? Ja, aber es ist im Original ja auch nicht besser. Also, das ist ja einfach, es ist ja wirklich auch ein langweiliger Film. Wobei man aber in dem Fall echt dazu sagen muss, dann passt's ja wirklich gut zum Film. Nee, es ist dann doch. Also, es ist so dermaßen beschissen und du merkst, dass es neu beschissen ist, dass es nicht gut zum Film passt. Also. Okay, das ist seltsam. Ne? Also es ist echt scheiße. Aber der Film ist auch echt scheiße und ich kann mit dem auch nicht. Also, wie gesagt, ich liebe Ed Wood von Tim Burton, wo dir das alles gezeigt wird, mit den Ed Wood-Filmen an sich. Es ist eine echte Qual für mich. Also da bin ich dann auch, das ist mir dann auch zu doll. Ja, aber eigentlich müsste der Film wahnsinnig gut zu dir passen, weil du bist ja auch scheiße. Ja! Ja! Aber ja, also Eindeutig. ich hab den absolut geliebt. Ich muss aber dazu sagen, dass ich den Film natürlich zu der Zeit gesehen habe, wo man ihn schon wirklich nur als den absoluten Trash-Heuler gekannt hat, dass man ihn natürlich nicht ernst nehmen konnte. Ich kannte auch schon vorher von diversen YouTube-Videos und Reviews und so weiter die ganzen Filmfehler und man hat sich den Film ja eigentlich nur angeschaut, um bestätigt zu bekommen, dass das, worüber die ganzen Leute immer reden, dass das wirklich so in dem Film ist. Und ja, ist es. Es gibt die Pappmaché-Grabsteine, wo jemand dagegen rennt und die dann einfach lustig wackeln. Es ist Hammer. Also das ist wirklich, ich meine, Ed Wood kann man wirklich teilweise fast als einen der schlechtesten Filmemacher aller Zeiten bezeichnen. Aber ich finde es trotzdem irgendwie, nämlich eben aus genau dieser filmhistorischen Sicht, geil, wenn man sich das anschaut, weil der hat das ja damals, ich meine, zu einem gewissen Grad schon ernst gemeint. Der wollte Geld Hat das verdienen total ernst damit, gemeint? ja? Ja. Der hat, guck dir das an. Das ist so geil. Wir sind so, ja, nein, die Leute gucken das wegen der Geschichte. Der Rest ist ihnen egal. Aber auch die Geschichte ist scheiße. Ja, nein, ich muss mir den unbedingt checken, aber ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft. Der ist wirklich toll. Also der macht wirklich Spaß. Also den habe ich damals im Kino gesehen, spontan. Und ich dachte erst so, na, das kann aber anstrengend werden. Ne? Und ich war ja gerade irgendwie, was war ich da, 19 oder so. Nein, war super. Hat total Spaß, also macht total Spaß. Absolut, absolut gucken. So, diesmal lasse ich ihn nicht wieder gleich rein. Egal, was für eine Monsterkatze draußen ist. Ja, Was kennst du als als nächstes? nächstes, also kennen ist relativ, besitzen auf jeden Fall. Ich kenne Stadt der Toten mit Christopher Lee. Vom Na Den kenne ich nicht. Namen her tatsächlich, der ist. Ach so, okay. Ja, mehr kann ich auch dazu nicht sagen. Das ist einer der Filme, da gibt es sogar ein Mediabook bei uns aus dem Jahr 1960 und da sind. Ein Mediabook aus dem Jahr Ja, ist ein altes 1960, Mediabook, das ganz wäre. ein altes Mediabook. Das Aber es geht auch Ah ja. eigentlich mehr um verbrannte Hexen aus dem 17. Jahrhundert, die einen Pakt mit dem Teufel geschlossen haben. Gut, das wäre ja dann eigentlich quasi ein Argument für die damaligen Hexenverbrennungen. Und die deswegen zum ewigen Leben verdammt sind. Okay. Ja, also das ist, finde ich, auch eine sehr wüste Interpretation von Zombie. Ja, gut, okay. Aber es zählt dazu.
Ja, nee, habe ich nie gesehen, muss ich Wobei, gestehen. ganz ehrlich, also das ist ja so ziemlich die blödeste Film unter Anführungszeichen Info, die ich jemals zu einem Film gelesen habe. Bei Hintergrund steht tatsächlich, der Film weist dramaturgische Gemeinsamkeit mit Alfred Hitchcocks Psycho auf, der im selben Jahr produziert und veröffentlicht wurde. Magst raten, was? Die junge Frau, die als Hauptdarstellerin eingeführt wird. Ja, weiter. Und dann getötet wird? Ja, also quasi eine junge Überraschend? Frau checkt in einem Hotel ein und wird dann erstochen. Ach, die wird auch Ja, noch das sind erstochen ganz da. tolle dramaturgische Gemeinsamkeiten, offensichtlich laut der Okay. Definition. Ja. Na, Was kennst du okay. dann noch von dem ersten? Hast du den ersten Coffin Joe-Film gesehen aus 1963 zufällig? Nein. At Midnight, I'll Eat Your Soul. Das sind ja die Coffin Joe-Filme, die sind schon Kultfilme, muss man sagen. Habe ich nie in die Hände bekommen. Ich nämlich auch nicht. Ich kenne von den Coffin Joe Sachen, ich kenne einen Das einzigen. klang so, als wenn du die kennst. Na, ich kenne sie von der Definition her, weil ich weiß es, dass ich damals recherchiert habe, als 2008 nämlich der dritte Teil kam. Der war damals von Sun-Film und Savoy-Film nur geschnitten, kam dann hierzulande über Illusions, nämlich auf DVD Ja. ungekürzt auf den Markt, war ja damals in der deutschen Fassung, wenn ich das jetzt ganz schnell vergleiche, ja, eh, nur um 4 Minuten Cut, nein, 7 Minuten Cut, weil sie die Noch. DVD einfach in NTSC-Geschwindigkeit abspielen haben lassen, die findigen Leute. Embodiment of Evil hieß der dritte Teil und eben der erste Teil war 1964 At Midnight, I'll Take Your Soul und 1967 kam der zweite Teil This Night, I'll Possess Your Corpse. Ja, Ah ja. lustig, wie er Fuck geschrieben hat. Aber Last Man on Earth von Natürlich. 1964 habe ich gesehen, im Endeffekt ja die Erstverfilmung von I Am Legend. Ja, später gab es ja Will Smith mit Vincent Price in der Rolle des Mannes, der plötzlich allein ist, während alle anderen tot sind um ihn herum und der eben in dieser Welt lebt. Und da rennen eben auch diese Zombie-ähnlichen Wesen rum. So kann man das ja, Ja, ne? Also wobei, Vampire, Schrägstrich ja, es sind ja, Zombies. ich meine, ich kann mich jetzt echt nicht mehr erinnern, wie die Viecher, sage ich jetzt einfach einmal, in Last Man on Earth ausgeschaut haben. Nee, ich weiß noch, wie sie in einem Legend Genau, ausgeschaut haben. bei Das I Am war's. Legend waren es ja eher so diese grauslichen Vampir-Dinge, die eigentlich mehr wie Nosferatu ausgeschaut haben, wie Zombies. Ich weiß. Die sahen eher aus wie schlechter Computereffekt, habe ich Ja, das natürlich auch. Ich weiß sogar noch, wie die Teile ausgeschaut haben in I Am Omega mit Mark Dacascos. Ah, ja, den habe ich auch damals gesehen. Der war Der auch war scheiße. herrlich scheiße, aber den mochte ich irgendwie. Und hast du mit Charlton Heston den Omega Mann aus 1971 gesehen, zufällig? Ich habe den mal gesehen, aber auch das war eher so meine Kindheitszeit. Also da ist auch zu viel, also da ist nicht mehr viel hängen geblieben. Da war der Film doch noch gar nicht produziert. Sehr Ja, witzig. und vor allem so. Ich war noch nicht geboren, als der Film neu war. Was ich aber gesehen habe, und das ist leider auch urlange her, und da warte ich auch noch mal auf eine schöne neue Veröffentlichung, Planet der Vampire. Mario Bava, den habe ich tatsächlich noch nicht gesehen, wenn mich nicht alles Den habe täuscht. ich gesehen, aber auch das ist wieder urlange her. Der hat geile Kostüme. Also der hat wirklich geile Kostüme. Die Astronauten sehen geil aus mit ihren silbernen Ganzkörperanzügen. Und ist so ein bisschen Vorgänger von, im Endeffekt ein Vorgänger von Alien. So. Ja, also wo sie landen da irgendwie und dann sind die sind infiziert, aber nicht, also jetzt kein Facehugger, der, ne? Aber die verwandeln sich halt. Und ich weiß, dass der ganz harmlos war. Ich glaube, der ist sogar mittlerweile ab Ja, aber 12. die deutsche DVD ist geschnitten, weil sie auf der US-Fassung basiert, wo natürlich, so wie man es Ja. von den US-Fassungen kennt, natürlich einige Handlungsszenen weggenommen wurden, die Fassung. Ja. Dann ist er schneller Ja, vorbei. aber es sind auch der ein oder andere Gewaltschnitt auch dabei und das ist dann natürlich ärgerlich.
Aber ich glaube, dass die Gewalt jetzt in diesem Film, dass mich das da jetzt nicht so stören würde. Wobei, wie gesagt, ich hoffe ja mal, dass Koch die Barbar-Reihe weiterführt und den vielleicht mal Das wäre rausbringt. absolut geil. Na, so, weil den hätte ich gern noch mal gesehen. Es ist ewig her. Also auch, das war auch noch zur VHS-Zeit, wo ich den gesehen habe. Ich weiß nur, dass ich an dem sehr viel Spaß hatte. Ich mag die Mario Bava-Filme, die meisten sowieso gerne. Also nicht alle. Der eine mit Telly Savalas, der war scheiße. Der mit der Kacksynchro. Ich weiß nicht mehr, welcher das war. Der kam ja damals sogar schon auf Video von Edition Hände weg raus. Arbeiten die nicht öfter Ja. mit Anolis zusammen? Vielleicht gibt es da noch jemanden, der Zugang zum Material hat. Weil es gibt sogar eine alte Keine amerikanische Blu-ray von Kino Lorbeer. Also Master gibt es. Also das wäre tatsächlich Ja. etwas, wo wir vielleicht unsere Zuschauer dazu anhauen könnten, wenn sie diesen Wunsch von dir, den Wunsch ebenfalls haben, dass sie Koch einfach quasi daran erinnern, dass sie eine tolle Bava-Reihe haben, dass dieser Film existiert und dass es ein Blu-ray-Master gibt und man da eigentlich relativ, ich sage jetzt einmal verhältnismäßig unkompliziert eigentlich, eine coole deutsche VÖ auf die Beine stellen könnte. Also ich wäre sofort dabei. Ich habe eben die alte DVD nicht, ich habe den noch nie gesehen, aber ich würde mir den sofort anschauen, weil ich glaube, du hattest mich bei silberne Alufolienanzüge. Ja, das sieht geil aus. Nicht nur silber-schwarz. Das ist total cool. Und die Frisuren von den Frauen damals auch immer herrlich. Sieht aus wie bei Edgar Wallace im Weltall. Also, das ist schon ziemlich schräg. Und sehr kickelbunt ist das Ganze auch irgendwie gehalten. Also, mochte ich gerne. Sehr schön. Welchen ich auch kenne, aber auch hier ist es wieder, also, boah, die alten Zombie-Filme sind echt aus dem Gedächtnis, aber ich habe ihn damals gesehen. Ich glaube, es war auch tatsächlich zur DVD-Zeit, also irgendwo in den frühen 2000ern, das erste Mal, Nächte des Grauens von Hammer. Ja. Ne? Mit diesem Zombie, der da aus dem Grab irgendwie, gibt es so ein ganz bekanntes Bild von, auch von dem. Typischer Gothic-Horror im Hammer-Stil im Endeffekt. Mit einem Zombie. Ich muss tatsächlich Oder dazu sagen, Zombies. der Film ist von Anolis eben im Mediabook erschienen. Es gibt ihn seit 2015 als Blu-ray-Mediabook. Er steht tatsächlich hinter mir im Regal. Da stehen alle Hammer-Mediabooks. Ich habe ihn gesehen. Ich habe ein Review dazu gemacht. Und zwar eben damals im Jahr 2015. Aber ich habe null Erinnerungen an diesen Film. Null. Nada. Niente. Keine einzige. Tja, ich habe auch wenig Erinnerungen daran. Geil ist, wenn man das hier liest, so, also er ist zum einen Back-to-Back mit das schwarze Reptil gedreht worden. An den habe ich mehr Erinnerungen. Den habe ich nämlich sehr oft als Kind gesehen. Den fand ich immer ganz toll. Auch ein Hammer-Film, in den gleichen Kulissen entstanden. Und der Film wurde allerdings im Kino in England damals, und das gab es bei uns ja auch ganz, ganz früher mal, gab es diese Double Feature, aber der wurde als Double Feature präsentiert. Der wurde nicht einzeln vorgeführt, der wurde mit Blut für Dracula zusammen Ah vorgeführt. ja. Das ist ja auch geil. Ne? Hast du so drei Stunden Horror gehabt. Oh. 3 Stunden Gothic-Horror. Und Blut für Dracula mag ich zum Beispiel unheimlich gerne. Blut für Kennst du auch nicht, Dracula ne? kenne ich natürlich, ja. Natürlich, Der okay. Hammerfilm. Ja. Und dann wird es bei mir zumindest, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ja, da ist ja fast vorbei, die Liste. Da kommt ja nur noch Terror Creatures from the Grave. Den kenne ich Nee. nicht. Aber ich glaube auch, dass das einer ist, der bei uns. Ja, genau. Den kennt übrigens nicht einmal die UFDB. Also, um Gut, diesem okay. cineastischen Meisterwerk von Massimo Pupillo. Übrigens, an der Stelle muss ich sagen, das ist eine perfekte Umschreibung für Drogentests. Weil wenn du Massimo Pupillo hast, dann hast du wahrscheinlich was geraucht. Ja, wahrscheinlich. So, jetzt glaube ich, werden wir langsamer vorankommen in den Jahren. Womöglich. Denn das war jetzt 1966. 1967 gab es erstaunlicherweise keinen Zombie-Film. Gab es 1968 irgendwas mit Zombies? Nein, ich glaube nicht. Also. Nee, 1968, also wenn nichts bewegt, nichts irgendwie, nichts Wichtiges, nichts filmhistorisch Wichtiges, Nein, oder? Außer ich würde vielleicht. sagen, wir gehen einfach, wir überspringen das Jahr 68 und gehen gleich zu dem großartigen Meisterwerk, nämlich dem Film, der tatsächlich das Nein, Zombie-Genre nein, revolutioniert nein. hat, Astro Zombies von Nein, Teddy. wir gehen natürlich ins Jahr Ja, natürlich 68, gehen wir das. weil George Romeros
Die Nacht der lebenden Toten 1968 dann das Licht der Welt erblickte. Ja, auch so eine Wochenendproduktion im Grunde, ne, die er Ja. damals gestanden hat. Er hat ja auch ewig da, wie damals bei Bad Taste, Ja. die auch über Ewigkeiten gedreht wurde. Und ein Film, der unglaublich beeindruckend ist. Tatsächlich muss ich sagen, also nach heutiger Sichtweise gucke ich mir lieber das Savini Remake an, weil es halt flotter erzählt ist, weil es gruseliger ist. Aber wenn man bedenkt von 68, und dann das Thema, zum ersten Mal stehen die Toten von den, ne, aus Gräbern auf. Wir haben diese, also die Eröffnungssequenz, die man ja auch dank ihres Public Domain Status in jedem zweiten Horrorfilm sieht, sei es bei Halloween 2 oder sonst wo, immer wieder sieht es dann den Wagen vorfahren zu dem Friedhof. Sie kommen, um dich zu holen, Barbara. Das ist schon legendär gemacht. Sie war, prinzipiell war Barbara mir ein bisschen zu kreischig in der Variante damals. Klar, es gibt das Rassismus-Ding-Ende, ne? Der Schwarze wird erschossen, weil man ihn für einen Zombie hält, Anführungsstriche, aber natürlich hat sich Romero da ein bisschen was anderes bei gedacht als alter Politfilmer. Natürlich, also wie gesagt, ohne die Nacht der lebenden Toten gäbe es keine weiteren Zombie-Filme, aber die Nacht der lebenden Toten ist auch so ein Film, so geil ich ihn, also so geil. Das natürlich war. So selten habe ich diesen Film gesehen, weil er mich natürlich im Vergleich mit dem, was dann kam, nicht so geflasht hat. Ja, das kenne ich. Ich meine, ich erinnere mich tatsächlich von meinen Eltern noch an die Geschichte, dass meine Mutter damals im Kino fast umgekippt ist, weil sie diesen Film überhaupt nicht gepackt hat und was da war. Ich meine, ist generell jetzt mittlerweile übrigens jemand, der mehr Folgen von The Walking Dead gesehen hat als ich. Und die, Die werden ja auch immer ja, aber langweiliger sie nachher. mag die Serie. Also, es ist Ja. okay, ja. Kammer. Ja. Aber damals war das echt wild. Da gab es das ja auch noch nicht. Na? Das war ja die Zeit, als der Horrorfilm plötzlich dreckiger wurde. Ja, aber was ich auf jeden Fall jetzt dazu sagen muss, ich weiß jetzt, wenn sich wieder einige Leute nachher bei mir beschweren, weil jetzt kommt so der klassische Toki mag George Romero nicht Teil, aber man muss es schon dazu sagen, dass der Film eigentlich alles, was ihn zu dem Klassiker, der er ist, gemacht hat, nicht George Romero zu verdanken ist. George Romero wollte eine Alien-Invasion machen. Die Tatsache, dass es in dem Film Zombies gibt, die Gehirne fressen, kommt von jemand anderem aus der Produktion. Der hat das Drehbuch, die Originalidee von George Romero quasi adaptiert. Ja. Auch die starken quasi Minderheitenrollen, die eben in dem Film begonnen haben, die dann bei Dawn of the Dead und Day of the Dead auch weitergegangen sind, kommen nicht aus dem Kopf von George Romero. Die Effekte für die, vor allem dann natürlich die späteren Filme vergöttert werden, sind von Tom Savini. Also es ist wenig da, was wirklich Naja, auf dem Mist von Romero gewachsen ist. aber er hat ihn halt gedreht. Ich meine, er hat das, also er hat ihn gedreht und das ist ja schon eine Menge. Natürlich, So, natürlich. na, also man sollte jetzt die Macht eines Regisseurs, einen Film gut werden zu lassen, nicht Nein, unterschätzen. es. Ja, also ja, ich weiß, ich bin auch nicht der große Romero-Fan und ich finde, außerhalb seiner Zombie-Trilogie hat er gerade mal hat er mich noch mit Creepshow gepackt und ja, ich mag der Affe im Menschen und ich finde Stark auch okay, aber die großen Meisterwerke kamen dann sonst nicht mehr. Da sind wir uns, glaube ich, ziemlich Ja. einig. Na, aber Nacht der lebenden Toten, um Gottes Willen, natürlich sollte ihn jeder gesehen haben. Meine Tochter nervt mich übrigens jetzt immer damit. Papa, ich will Zombie gucken. Und ich so, puh, können wir irgendwann machen, aber erst gibt es die Nacht der lebenden Toten. So. Ja, Ne? Als aber ich Horror. finde, man braucht's. Ich finde, man braucht's, um eben diesen Ursprung des Genres und diesen Ursprung dieser Filme ein bisschen verstehen zu können. Und eben, Ja, ich finde, du kannst richtig. das Gute erst dann richtig schätzen, wenn du das Schlechte auch gesehen hast. Wobei die Nacht der lebenden Toten eben nicht das Schlechte ist. Ja, natürlich, eben. Also ich meine, oder zumindest die Ursprünge, das Alte, das wollte ich eigentlich sagen, weil mit der Schlechte haben wir jetzt, glaube ich, gerade ein Ja. bisschen verkühlt. Ja. Aber ich glaube, das Schlechte, und ich hab's nicht, ich weiß nicht, ob ich ihn gesehen habe, weil im Jahr darauf kamen Astro-Zombies, Roboter des Grauens. Ja, ich habe ihn natürlich gesehen. Ich kenne ihn. Okay.
Ich weiß es jetzt gar nicht. Ich bin gerade überfragt, ob ich ihn Also, kenne. Ich muss mir ein Bild angucken. ganz ehrlich, die Firma Valium wollte den Film damals verbieten lassen, weil sie ihn zu aufrüttelnd fand. Das. Eieiei, ich sehe gerade in der IMDb die Wertung von 3,1. Doch, ich kenne den Ja, das Scheiß. ist einer der schnarchigsten, langweiligsten, blödesten Filme, die ich kenne. Ja. Wobei, an der Stelle muss dazu sagen, also ich muss mir jetzt die Namen anschauen, weil ich weiß nicht, welcher von den Schauspielern das war, aber John Carradine. nein, den meine ich nicht. Es gab bei diesem Film einen Schauspieler, was, Joseph Hoop? Nein, ich kann's den Bildern nach nicht zuordnen. Der auf jeden Fall während jeder Szene und bei jedem Dreh dermaßen hackedicht war, dass der wirklich mit halb herunterhängenden Augenlidern lallend vor der Kamera stand und dann noch irgendwie einen Arzt oder irgendwas gespielt hat und dann wirklich so gesagt hat, ich glaube, es ist jemand gestorben. Und Oh an Gott, oh das Gott, oh kann ich mich Gott. noch erinnern, dass das wirklich das einzig Unterhaltsame von diesem Film war. Und das ist übrigens auch ein nettes Trinkspiel. Wir haben ja eben immer unser Criterion Collection Trinkspiel bei den besten Filmen aller Zeiten. Es wäre interessant, ob man beim Anschauen von Astro Zombies sich auf das Level saufen kann, was der Typ offensichtlich hat. Ich glaube aber, eine normale Durchschnittsleber würde dabei sofort ihren Dienst quittieren. Nein, und das Allerschlimmste von diesem Film ist wirklich, dass er unerträglich langweilig ist. Also abgesehen davon, dass der Film Astro Zombies heißt und es eigentlich nicht wirklich Zombies gibt drinnen, dass auch diese Astro-Kreaturen, die aber in Wirklichkeit auch schon wie, ja, keine Ahnung, mit einem Faschingskostüm aus dem 1-Euro-Shop ausgestattet, dass die, glaube ich, wirklich in diesem 87-Minuten-Film erst nach 84 Minuten oder so das erste Mal auftauchen. Also es ist wirklich, selbst für mich als großer Trash-Fan, ist es ein unerträglicher Stinker, dieser Film. Aber er war Tja. lustig. Er war wirklich, wirklich lustig. Also man sollte ihn Ja, aber wenn es zu langweilig ist, definitiv einmal ne? gesehen haben. Was man de definitiv gesehen haben sollte, kam 1971, wie ich Ja, I finde. eat your skin. Ach so. Nein. Nein, nein. Amando de Osorios, die Nacht der reitenden Leichen. Vordergründig jetzt erstmal kein Zombie-Film, es gibt aber Zombies tatsächlich in diesem Film. Ja, die legendären reitenden Leichen, erster Teil, dort tauchen auch Zombies auf, in dem die Tempelritter, die Klapperskelette, die mit ihren schmutzigen Kutten auf Pferden reiten, und dazu hört man Om Nem Nem Na, Om Nem Nem Na. Was für ein geiler Soundtrack allein. Fand ich immer großartig. Habe ich das erste Mal, glaube ich, mit 13 Jahren, also so alt wie meine Kinder jetzt gerade sind. Also, wenn diese Folge ausgestrahlt wird, dürften sie so gerade kurz vor ihrem, ich glaube, einen Tag vor ihrem Geburtstag stehen. Und als Geburtstagsgeschenk gibt es die Nacht der reitenden Leichen. Wobei, gut, ganz Ich ehrlich, wenn glaube, die ich in der werden. Früh aufwache, es klingt genau so. Ja, natürlich. Ich muss auf Klo. Ja, genau. Muss ich mich jetzt wirklich bewegen? Abwischen muss ich. Ja, nein, Nacht der reinen Leichen ist, viele Leute sagen mir, oh, das sind so diese langweiligen Stinker, ich kann damit nichts anfangen. Und ja, die spanischen Horrorfilme der 60er und 70er Jahre, die unter der Franco-Diktatur entstanden, die sind Stinker. alle, ja, sie sind alle, es ist so ein bisschen das entschleunigte Italo-Kino, so versucht auch so zu machen, aber mit einem gewissen Hauch von mehr Inkompetenz und ein bisschen piefiger. Aber ich mag das. Ich mag, also gerade die reitenden Leichen finde ich toll. Ich mag diese Filme, obwohl nicht viel passiert. Es ist die Atmosphäre, die sie aufbauen, und die schrägen Figuren, der Leichenwart, der Bucklige, der da steht, und dann während die Leiche von der Freundin gezeigt wird, die Lampe immer um so. Ich habe so ganz abgefahrene Atmosphären und eben auch diese Musik und komische eingebaute Splatter-Szenen, die dann kommen.
Ich mag das. Ich mag auch diese Landschaften, dieses Südspanien, wo die immer gedreht haben, wo sie diese alten Burgen noch irgendwie damals hatten und so. Das sind geile Locations und deswegen funktioniert das für mich irgendwie. Ich mag die Ja, Filme. das, wie gesagt, das Einzige, was mich halt wirklich irritiert, ist, dass sie einfach stinklangweilig sind. Sind die gar nicht? Ja, natürlich, es passiert nicht viel. Ich finde es trotzdem, ich langweile mich Also gar nicht. die reitenden Leichen sind für mich schon wirklich, sind wirklich schon Strafverschärfung, aber ich muss sagen, manchmal, also gesehen haben sollte man sie natürlich, weil sie sind definitiv Kult. Und die Zombies in diesem Film sind nämlich, das sind die Leichen, die wieder auferstehen. Also die eine Freundin wird ja getötet, die steht ja nachher wieder auf im Leichenschauhaus. Übrigens, nach der Reihe Leichen, böses Ende. Ich kann mich jetzt Zug, echt. Zug, Zug. Nein, läutet in Wirklichkeit Dann gar nichts. wollen wir es hier nicht spoilern. Böses Ende. Fand ich cool. Was, aber ich möchte tatsächlich nochmal zurückkommen zu I Eat Your Skin. Das ist nämlich der quasi Zweitfilm, der immer genannt wird mit I Drink Your Blood. Und das ist tatsächlich, so blöd das jetzt auch klingt, die Tollwütigen heißt der auf Deutsch. Und ist eben auch Ja. immer schon bei der Trash Collection und dann auch bei der Blu-ray von Subkultur als Bonusfilm dabei. Lief, glaube ich, auch damals Anfang der 70er Jahre mit I Drink Your Blood im Double Feature in Amerika. Und da gibt es einen Trailer, an den kann ich mich erinnern, weil das ist irgendwie mein absoluter Lieblingsfilm-Trailer ever. Wenn so eine schöne, du kennst ja diese klassischen sonoren Trailer-Stimmen. Aber das ist eine, die ist noch Ja. ganz besonders klassisch sonor. Und sagt dann immer, I drink your blood and I eat your skin. Und das ist, genau. Es ist absolut geil, aber gesehen habe ich den damals ganz sicher irgendwie auf der alten Trash Collection. Aber ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Willkommen in meiner Welt. Also ich habe ihn nicht gesehen und kann mich nicht erinnern. Ja. Das wundert mich nicht, aber es wundert mich auch nicht, dass wir da jetzt nicht wahnsinnig schnell und flott vorankommen, weil der Anfang der 70er wird jetzt schon interessant. Wir kommen nämlich zu den Geschichten aus der Gruft. Und zwar nicht den Geschichten aus der Gruft von HBO, sondern von Amicus. Freddy Francis hat die Tales from the Crypt damals ins Leben gerufen. Moment, 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 Moment. Wir springen jetzt allerdings. Children shouldn't play with dead Nö, things. der steht bei mir auf der Liste davor. Was? Nee, bei mir steht I Eat Your Skin, dann Todeskult, dann Children shouldn't play with dead Oh, das things. wird blöd. Nein, bei Und. mir ist Geschichten aus der Gruft, Children Shouldn't Play, Garden of the Dead und dann der Totenchor. Okay, das ist ja im Endeffekt geil, sind ja alle 72. Wir sollten uns auf eine Liste Ja, einigen, aber das glaube Problem ich. ist, wir haben ja beide dieselbe Wikipedia-Liste offen. Das ist ja witzig. Also bei mir ist I Eat Your Skin dann Todeskult. Ach ja, Todeskult ist aber noch aus 1971, der steht bei mir oberhalb Ja. von I Eat Your Skin. Nee, bei mir nicht. Dann kommt bei mir Children shouldn't play with dead things. Ja, machen wir jetzt mal Geschichten aus der Gruft? Okay, können Ja, wir machen. jetzt bin ich so raus, jetzt habe ich vergessen, worum es in dem Film geht. Nein, der ist ja damals ebenfalls von Anolis in der sehr kurzlebigen Reihe British Splatter Classics erschienen. Ein Mediabook, das man übrigens Ja. privat bei Amazon jetzt neu um schlanke 130 € bekommt. Kann mich tatsächlich auch nicht dran erinnern. Ich weiß nur, dass es, glaube ich, damals auch so eine Art Episodenfilm eben war, wo nämlich wirklich ein sogenannter Cryptkeeper Leuten Geschichten erzählt und da war dann wohl in einer von dieser Geschichte, von diesen Geschichten irgendwo ein Zombie mit dabei. Möglicherweise. Ich habe den mal gesehen. Ich habe allerdings natürlich die Cryptkeeper-Sachen später gesehen. Das sind tatsächlich die gleichen Geschichten, weil es ist hier die Geschichte mit dem Weihnachtsmann, die es dann später auch bei Tales from the Crypt gab, die Frau nachher den Mann umbringt, die gibt's da auch. Also, aber ich habe die neueren Cryptkeeper-Sachen im Kopf gehabt und das Ding habe ich irgendwann gesehen, aber Weil man pff. echt sagen muss, dass die Maske von diesem Weihnachtsmann ist in dem Film absolut fantastisch. Ja. Bist deppert. Das schaut echt aus wie ein Stück Watte aus dem Baumarkt irgendwie.
Wobei ja, und diese Skelettmaske ist auch großartig. Und da sehe ich dann auch den Zombie, der ist ja auch ein Wahnsinn. Und war das nicht sogar Peter Cushing? Ja, den Zombie hat Peter Cushing gespielt. Das ist eine absolut tolle Idee. Was machen wir? Wir haben Peter Cushing. Okay, setzen wir ihm eine Maske auf, dass man ihn nicht sieht und er nicht wirklich spielen kann. Nein, aber Tja. auf jeden Fall ein cooles Ding. Dann wechseln wir zu den Kindern. Ja. Was kannst du uns zu denen sagen? Zu Children shouldn't play with dead Yes. things, dass ich ihn immer mal gucken wollte. Ja, ich habe ihn gesehen, weil was ich recht interessant finde, der Film ist ja damals 1972 von Bob Clark gedreht worden, der nämlich dann danach den Film Black Christmas, Jesse die Treppe in den Tod gemacht hat. Den ich sehr Ja, gerne der auch mag. übrigens der Regisseur von Porky's ist. Das ist auch seltsam. Fast das Gleiche. Fast, fast. Aber ich weiß, dass ich den damals gesehen habe. Ich meine, ich habe einerseits ein Mediabook damals sogar von einem Zuschauer geschickt bekommen. Aber das erste Mal, wo ich den Film gesehen habe, war, glaube ich, wie das HDMV-Repack gekommen ist. Da war ja, wenn mich nicht alles täuscht, eh einfach die X-Rated-DVD drinnen? Fragezeichen großes. Und ich habe das damals gesehen. Ich habe damals auch ganz sicher ein DVD-Review dazu gemacht und ich kann mich wirklich nur erinnern, dass es mich relativ gelangweilt hat und dass es ein ziemlich lahmer, schnarchiger Film ohne irgendwelche nennenswerten Effekte ist. Aber es kann natürlich auch sein, dass ich mich da ein bisschen täusche. Aber ich habe ihn nicht besonders gut in Erinnerung. Dann ist Dann das ist so. das so. Ja, welche ist die nächste auf deiner Liste? Machen wir Du sie willst die so. Antwort nicht hören. Na? Ich habe gerade versehentlich den falschen Tab zugemacht und meine Liste geschlossen und muss jetzt in den Facebook-Nachrichten von dir noch einmal anklicken. Sag du mal den nächsten Titel. Der Totenchor der Ah, Knochenmänner. ja, den kenne ich. Ja, den kenne ich auch, ist aber tatsächlich einer von den Nashis, die ich damals nur zur VHS-Zeit gesehen habe und dann nie wieder. Deswegen ist er bei mir ein bisschen raus. Ja, Totenkopf der Knochenmänner ist einer mit Paul Naschy als Igor. So, und da gibt es Zombies, aber viel mehr weiß ich da auch nicht mehr. Nein, also ich kann mich nur erinnern, dass der damals von CMV in der Trash Collection erschienen ist und dass die Bildqualität von der DVD wirklich richtig, richtig, richtig scheiße war. Na Mensch, da sind wir ja, also, das ist ja toll für die Zuhörer, was sie so über Zombie-Filme sagen. Also, die hatte ich mal vor zu gucken. Ja, die Bildqualität war scheiße. Aber was weißt du sonst noch so? Ich war auch viel zu betrunken, um zu wissen, was da los ist. Wobei, das Ja, also. DVD-Cover ist ziemlich geil. Und war das nicht, wenn man sich da das Cover A anschaut? Ich weiß jetzt nicht, woher das kommt, aber ich bilde mir ein, dass das 1:1 ein Motiv ist, das von einem anderen Film auch verwendet wurde. Das mit dem Blick und mit diesen Händen. Aber ich kann jetzt echt gerade nicht spontan sagen, welcher Film das war. Keine Ahnung. Ist auf jeden Fall. Schön, dass wir auch das nicht wissen. Was? Wir So, können also einen ganz kurzen Podcast machen, einfach nur die Dinge erwähnen, die wir kennen. Das sind wir nach 2 Minuten fertig. Juhu, feiern. Was ist das nächste auf der ersten Liste Jetzt habe ich auch? die Liste wieder offen. Hier steht doch ein Garden of the Dead, der sagt mir Nee, gar nichts. aber wir wollen ja kompetent wirken. Aber ich schaue mal in der OFDB nach. Ich fürchte aber, dass das einer der Filme ist. Ja, der wurde damals sogar in Amerika über Troma vertrieben, offensichtlich teilweise. Aber ich habe Okay. von dem auch noch nicht einmal irgendwas gehört. Den gibt es auch nicht bei uns. Ich würde sagen, wo wir eh gerade so schön bei Paul Naschi waren, Ja, nehmen wir haben seinen wir noch was? großen Klassiker. Das ist ja eigentlich tatsächlich der bekannteste Naschi, oder? Nee, ich glaube, bekannter ist noch Nacht der Okay. Vampire. Aber die sind sich, glaube ich, relativ, also sie sind sich ziemlich einig, dass sie sehr Warte mal, bekannt sind. Nacht der Vampire, den ich gesehen habe, der wirklich, wirklich, wirklich scheiße war. Ja, aber der ist sehr bekannt. Wobei er Warum? mit, war ja, weil das die, weil das Vampire, Werwölfe, reitende Leichen, alles gab es Ja, da aber drin. nur kurz und Nackt. ganz selten. Ja, und Vampire, die lustig im Walle-Walle-Hemd durch den Sonnenschein Ja, spazieren. meistens gab es. Und während die Leute sagen, oh, der Mond scheint aber heute hell. Nein, wir reden jetzt ja tatsächlich über den 1973 entstandenen Blutmesse für den Teufel, der auch Blutmesse der Zombies oder ja,
Vielleicht auch mal Blutmesse der Aliens oder Blutmesse der Serienmörder, keine Ahnung. Wieso Blutmesse für den Teufel und für die Zombies? Naja. Ja gut, auch Zombies gibt es hier. Ja, Carlos Aurit gedreht und ich liebe Blutmesse für den Teufel. Ist einer der Filme, wo Paul Naschy das Drehbuch in der Nacht vor dem Dreh, kurz vor dem Dreh, hat eine Nacht am Drehbuch gesessen, weil er Abgabetermin hatte. Und irgendwie 2, 3 Tage später haben die angefangen zu drehen. Auf seinem damaligen Grundstück übrigens. Naschy, glaube ich, in der Dreifachrolle im Film. Das. Er spielt Alaric, den bösen Alaric, der im Mittelalter hingerichtet wird und der noch alle verflucht. Und auch seine gemeinsame Hexe Helga Linné wurde mit im Vorspann aufgeschlitzt. Und ja, dann springt der Film in die Jetztzeit und wir haben dann den Nachfahren von Alaric, der dann sagt: Oh, ich habe eine super Idee. Lass mal auf meinen alten Landsitz, wo damals der hingerichtet wurde. Und ratet, er kommt zurück als Pappkopf, der dann wieder aufgeschraubt wird. Und ja, dann folgt die Blutmesse der Zombies für den Teufel. Und das ist ein total abgefahrener Film mit so einer Orgelmusik, wo immer das gleiche Stück den ganzen Film läuft. Geht dir völlig auf den Sack? Taucht irgendwie von den 80 Minuten oder 100 Minuten Laufzeit, ich weiß nicht, wie schnell, wie lange er wirklich war, 3/4 der Zeit auf. 85 Minuten. Davon waren wahrscheinlich 75 mit dem Soundtrack. Wir haben eine ganz schräg bunte Ausleuchtung, so mit Knallepink und so in den Katakomben. Wir haben billige Effekte, wir haben Zombies, die umherlaufen, wir haben die obligatorischen nackten Frauen, die sich Paul Naschy hingeben. Und wir haben im Deutschen eine Synchro, in der junge Thomas Danneberg auch dabei ist. Was ich immer wieder gerne höre. Also eine richtig tolle alte Synchro. Ich glaube, Paul Naschy klang auch nach Bud Spencer, aber ich kann mich täuschen. Ich mag den Film unheimlich gerne. Ist totaler Trash, aber ich mag den. Also ich muss dazu sagen, man merkt fast an deiner wunderschönen Zusammenfassung beziehungsweise an dem Film, finde ich, merkt man ein kleines bisschen, dass der vielleicht an einem Abend geschrieben wurde, weil Paul Naschy ist wahrscheinlich so da gesessen, so, ich möchte für diese Handlung diese Charaktere, oh, wir haben zu wenig Schauspieler, na blöd, dann muss ich halt drei Rollen machen, oh, wir brauchen Musik, naja, wir haben jetzt aber nicht wirklich Zeit, Musik zu schreiben, naja, dann, wo könnte man denn das drehen um wenig Geld? Ah ja, drehen wir es einfach bei mir zu Hause, ja. Weißt, ich find's relativ witzig, weil das sind natürlich so kleine Sachen, wo du dir helfen kannst. Ich meine, wie ich den Auer gemacht habe. Wir haben auch eine Szene spielt bei mir, eine Szene spielt beim Robert. Damit haben wir schon mal zwei Ja, das hat man also Drehorte haben wir schon gemacht. mal gemacht. Gut, du. Ja, du hast den Hund der Nachbarn mit einem Schwarzbild umgebracht, du Ja. mieses Stück. Aber man muss echt sagen, es ist, glaube ich, weil ich habe zuletzt eben die Naschi-Doku gesehen, wie sie von Schock rausgekommen ist. Und ich bilde mir eben ein, Habe ich auch. dass Blutmesse für den Teufel war ja dann zumindest Paul Naschis persönlicher Lieblingsfilm von allen seinen Filmen. Er hat die Figur ja auch nochmal aufleben lassen, später in Heartbeat in den Gott, der 80ern. war scheiße. Ja, aber da taucht dieser Alaric wieder als Bösewicht Ja, aber auf. Blutmesse war. Ich meine, Blut. Weiß nicht. Also ich muss sagen, Blutmesse habe ich einmal gesehen, das ist relativ lang her. Das ist aber vor der Zeit, wo ich tatsächlich noch irgendwie nichts für Naschi übrig hatte, wo ich Naschi wirklich nur als Ist den toll. absoluten Schnarcher kannte, der eben Scheiße wie Heartbeats gedreht hat, der Sachen wie Nacht der Vampire, wo ich mir damals beim ersten Mal wirklich nur gelangweilt habe. Und erst wie ich dann wirklich den Film ganz genau geschaut habe für das Review, Macht total Spaß, der ist total Ist scheiße. mir aufgefallen, wie viel Blödsinn eigentlich in diesen Dialogen ist, und dann macht es tatsächlich ein bisschen Spaß. Aber ich habe echt erst mit den Schock-Naschis, nämlich ganz besonders mit, und ich sage, das ist 100% Naschis bester Film ever, der Werwolf und der Yeti, wirklich riesig Spaß gehabt. Ich hatte noch mehr Spaß mit dem Draculas große Liebe. Der war auch cool. Den mochte ich, der war völlig der war super. Und Naschy im Dracula Karnevalskostüm war einfach Ja, herrlich. natürlich. Ja, mit diesem Kragen. Ich bin Dracula. Nein, du bist.
Karneval. Ich bin Egal. Dracula. Nein. Ja. Bist du nicht. Lass uns noch schnell ja, weitergehen, bevor wir hier gleich zum Ende Ja. kommen. Der Frosch, sagt dir der Frosch was? Tatsächlich habe ich den neben mir stehen, aber unter seinem Originaltitel Psychomania. Da ist er nämlich über Arrow Video veröffentlicht worden, nämlich in Amerika. In England hat sich das British Film Institute sich den Film gekrallt. Das ist eine Ja. britische Produktion von Don Sharp, der ja auch ein gar nicht mal unbekannter Regisseur ist, der zum Beispiel Rasputin, der wahnsinnige Mönch oder der Kuss des Vampir, die 13 Sklavinnen des Dr. Fu Manchu gemacht hat und eben zum Beispiel auch beim Hammer House of Horror mit dabei war. Aber der Frosch, den hat er dazwischen gemacht 1973. Ich schaue gerade, ob das eine Hammer-Produktion dürfte es nicht sein, aber es ist auch, nein, eine Scotia-Produktion. Also auch jetzt nicht einmal, dass er da zu Amicus übergewandert ist. Ich habe den Film zu Hause. Es dürfte um irgendeine Motorradgang gehen, die dann irgendein Amulett findet, das Unsterblichkeit verleiht, aber blöderweise ist halt die Unsterblichkeit nicht vor dem Tod. Also du bist dann quasi nicht unendlich lebendig, sondern du bist Okay. dann tot unendlich lang. Und Toll. es gibt quasi eine Gruppe mit Rocker-Zombies, die auf ihren Motorrädern durch die Gegend. Und das finde ich sehr schön, die Inhaltsangabe in der UFDB. Von nun an streift die Gruppe Rocker-Zombies auf ihren Motorrädern durch die Gegend mit tödlichem Unfug im Sinn. Tödlicher Wow. Unfug ist eine Formulierung, die finde ich richtig drollig. Die mag ich. Schön. Wenn ich so auf die Uhr gucke, würde ich sagen, Sie ist rund. machen wir einen Cut. Hoppala. Siehst du, wenn ich jetzt gerade her schaue, sorry ans Publikum, Krischis Fenster ist jetzt, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie lang in diesem Video, etwas verkleinert worden, weil offensichtlich hat sich bei dir irgendwann einmal wieder die Verbindung zur Kamera aufgehängt und dann kann es manchmal passieren, das kennen wir eh aus den letzten Folgen, dass Krischi dann plötzlich vergrößert ist und dann wieder kleiner wird, aber jetzt hat es dein Fenster verkleinert und nachdem ich aber das Aufnahmedings nicht offen hatte, weil ich ja nachschauen musste, über was für unbekannte Filme wir quatschen, bist du jetzt ein bisschen kleiner gewesen, einen Teil der Folge. Sorry. So eine quasi Krischi-Briefmarke. Also, könnt ihr jetzt noch einmal ganz kurz nachschauen, wie Krischi wirklich ausschaut? Also, ich glaube, ich Hallo. mache ihn lieber wieder ganz klein. Nein, das war's damit. Wir haben die Stunde haben wir geschafft. Das waren die ersten Folgen. Wir sind gekommen bis 1973, wo wir über Blutmesse für den Teufel und der Frosch schon gesprochen haben, nur als Notiz an uns selbst. Das war die erste Folge eines neuen Mehrteilers, quasi Night of the Living Dead. Ihr werdet kaum erraten können, wie dann die nächste Folge heißen könnte, der nächste Teil. Aber das Bra. ist unser neuer Mehrteiler. Wird uns sehr interessieren. Schreibt einfach in die Kommentare, was ihr dazu sagt, wie es euch gefallen hat heute. Würde uns besonders interessieren. Aber noch mehr würde uns interessieren, dass ihr nächste Woche wieder einschaltet. Da gibt es nämlich noch mehr Schwachsinn hier auf YouTube Donnerstag 16:30 Uhr zur nächsten Folge Depp und Deppert. Bis dahin sagen wir Ciao. Ciao.